Ein herzliches Willkommen zurück zu X-Defiant. Es ist eine, kann man neue Season sagen, ich weiß es nicht. Ich habe nichts mitbekommen, ich war im Urlaub. Genau, es gibt das GS Kommando Set, das ist aus Rainbow. Eine deutsche, ich glaube, Sondereinheit, ich weiß es nicht. Genau, wir spielen auf jeden Fall ohne Rang. Und zwar, was ist das? Eroberung, gegnerische Flagge, Boss und bringen wir da. Ah, lol. Okay, ja. Ich würde sagen, dann machen wir Eskortieren raus und Kopfgeld-Koryphäe und dann lassen wir das drin. Gut, angepasste Playlist. Ich bin gespannt. Also es sind auf jeden Fall High Levels in der Lobby drin. Sieht man auf jeden Fall. Wir gehen in Times Square Zone Kontrolle. Ja, okay. Booster aktivieren können wir mal. Waffen-EP. Ja, nehmen wir den mal hier. Ja. Passt ja. Genau. Ach, der Zack gibt's immer noch. Okay. Also ich habe wohl mitbekommen, dass es ein paar Änderungen auch gab. Ich habe jetzt aber nichts durchgelesen, keine Patch Notes, gar nichts. Ich komme jetzt hier komplett neu rein. Ich weiß nur, dass es hier halt dieses mit diesem GS-Kommando gibt. GSK, glaube ich, war das. Bin ja generell nur für deutsche, so deutsche Einheiten sind immer. Boah. Gut, gut, der Times Square. Eine Map aus Division. GS-Kommando, ja, okay. Wir gehen jetzt erstmal wieder. Genau. Ich würde tatsächlich... Oh, was? Level 41 sind wir? Hä? Seit wann haben wir... Ah, ich habe das mitbekommen, dass sie da irgendwas geändert... Die haben da irgendwas geändert gehabt. Ich weiß noch. Ich weiß das noch. Da müssten wir... Da wollte ich gleich dann mal gucken, dass wir dann ordentliches Setup rausmachen. Zonenkontrolle. Geh in die Defensive. So. Oh Gott. Ich habe meine ganzen Sachen resettet, Hotkeys und so. Ich muss auf jeden Fall die Lautstärke anpassen, das weiß ich jetzt schon in Premiere nachher. Weil das Game ist auch bei mir übelst laut. Barriere fertig. Ah, oh, oh. Scheiße, okay. Oh, oh fuck, okay, ja, ich habe eine Idee. Wir machen es jetzt auch mal wie die. Ja, okay, Bruder. Hä? Wie scheiße war das denn jetzt von mir? Ich habe ja richtig verkackt. Oh, ich habe die falsche Ausrüstung. Ausrüstung geausrüstet, genau. Ich habe das Gefühl, dass es echt ein Fehler ist, dass hier kein Skill-Based Matchmaking drin ist. Hat den Grund, dass hier gerade wieder enorm viele Schwitzer drin sind. Oh, 30 Kills. Habt ihr ja gerade gesehen, was ich meine. So, also jetzt nicht daran, sondern wo die gerade waren. Warum sind wir auf einmal hier hinten? Ich gehe jetzt einfach rein. Okay, ja, ja. Okay, schade. M4A1. Oh, M4A1? Ah, ne, warte, das ist. Achso, das ist. Okay, ja, das ist der erste. Ich hab's gesehen, der war direkt da in der Ecke. Ich weiß nicht, irgendwie ist das so. Irgendwie. Ich hab das jetzt natürlich auch länger nicht mehr gespielt, das ist klar. Aber irgendwie hat sich das verändert. Jetzt nicht unbedingt negativ oder positiv gemeint, aber irgendwie, ich weiß nicht. Es ist anders vom gesamten... Hä? Irgendwie war ich gerade ein bisschen doof im Kopf. Ja, okay. Ja, ja. Irgendwie ist es anders. So, vor allen Dingen jetzt, guck, zum Beispiel das Level. Okay, wir haben Level. Ja, aber ich bin ja im Gegensatz, im Vergleich dazu bin ich auch sehr low. Und ich habe das Gefühl, das Game wird wieder von Schwitzern übernommen. Ich habe nichts dagegen, gegen gute Leute zu spielen, aber es gibt wirklich Leute, die es einfach übertreiben. Ich meine ja nur so. Bei gewissen Sachen so. Das ist genauso wie diese Fortnite-Bilder. Jetzt sowas zum Beispiel.
Sowas. Ich hasse sowas. Ein Scharfschützengewehr ist dafür da zu snipen, nicht um im Nahkampf zu gehen. Das sind so grundlegende Sachen. Ich meine, das sind Game-Mechanics, aber es fuckt mich einfach ab. Genau deswegen bin ich auch, ich hatte teilweise CSGO mal gespielt, bin ich auch rausgegangen, weil kein Bock, ich hatte keinen Bock mehr. Ich wurde permanent durch solche Nahkampfsniper geholt. Und darauf hatte ich keinen Bock mehr. Als Beispiel jetzt. Was? Nein, ne, da war doch irgendwas Lovak, was? Lol, okay. Probieren wir mal aus. Boah, jo, was? Die ist ja mega stark. Warte mal, welche... Wo ist die? Scharfschütze... Nee, hier, ne? Lovak. Da... Ja gut, da bleiben wir so erstmal. Ja, verloren haben wir das eh, also... Ich sag so, wie es ist, dieses... Das ist... Sie sind zu gut, aber negativ gemeint. Sie sind einfach schwitzig, sie sind... Lagebericht. Eine Zone übrig. Ihr wisst, was ich meine. Zum Beispiel sowas. Ich habe das Gefühl, die sitzen alle in einem Call und, ja. Es ist einfach... Guck mal, dann gehört es noch dazu. Ich war jetzt einen Monat nicht mehr hier drin im Game. Und, ja. Das kommt auch noch dazu und dann... Scheiße. Ich gehe jetzt mal mit einem anderen... Mit einer Pump. Oh, falsche Pump. Oh nein, jetzt habe ich so eine Doppelflinte, ne? Ja. LOL, hat die viel Damage gemacht. Guck mal, Doppelflinte, Feuerkraft. Ich bin mir nicht sicher, aber wie sie auf der Pump war, glaube ich. Oh, tschüss ist sie, okay. Kim und Korn, ich weiß nicht, ich kann mir Kim und Korn am besten sehen. Seht ihr, was ich meine? Oh, warte, was? Hier war diese Lova C oder wie die heißt. Digga, was ist denn mit diesen Waffen los? Ach, dieser eine, der nervt mich so hart, ne? Ich weiß schon, warum der Level 64 ist, weil er permanent nur sniped. Das ist also jemand, weißt du, jemand hittet, ich würde jemanden vorhitten und er holt sich dann den Kill. Woher? Zu gut. Und zu schwitzig. Ihr wisst, was ich meine. Lol. Ja, es hat keinen Sinn gemacht, so weiter zu spielen. Jetzt wechseln wir ja nochmal. Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Gehen wir mal anders vielleicht. Hallo? Okay. Ja, super. Ich habe auch noch kaum mehr. Warum steht da. Egal. Ja. Bin mal gespannt, wie hoffnungslos das jetzt wird. Ja, ihr wisst, was ich meine, oder? Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst 1:1, was ich meine. Ich nehme mir das jetzt auch. Warum hat die das jetzt nicht auch? Ehrlich, ich könnte solche Leute innerlich umbringen, ne? Ich gehe einmal hinten rum. Ah, oh, falsche Ausrüstung. Alter. Okay, Digga. Mann. Hier, genau. Und dann noch die Map, ne? Voll hier sieht man gar nichts, aber die sehen alles. Ja, Bruder. Jetzt muss ich nämlich wieder mit vorrücken, ne? Ach du Scheiße, was hab ich denn hier für eine? Es tut mir leid, es regt mich so unendlich auf. Hä, wieso krieg... Wieso... Wieso... Wieso ist... Ich hab dem doch einen Headshot gegeben. Wieso ist er nicht gestorben? Ja. Weil Snipen ist nämlich meins. Zumindest in Breakpoint und Wildlands. Gut, gut, gut. Weiter. Hab ihn. Hab ihn. Boah, okay, die ist mega OP. Digga, aber die sind, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, die sind mega OP, ne?
unnötig mega OP, finde ich. Also ich finde, Sniper sollten sie dringend wegmachen. Also nicht wegmachen, sondern nerven. Oh, chillig. Er ist nicht gestorben. Hab einen. Zwei Schüsse nur noch. Ihr merkt, was ich meine, ne, wenn ich sage, dass die Sniper so OP ist. Ah, okay, scheiße, hab ich nicht mit. Barriere eingesetzt. Ja, das ist wirklich zu OP, finde ich. Viel zu OP. Komm, mach die Barriere kaputt. Oh, schade. Das ist wirklich viel zu OP. Oh, scheiße. Das ist viel zu OP. Alter. Ich kann mich nur wiederholen, es ist viel zu OP. Ich glaube, ich werde aber gleich rumswitchen auf ein anderes Wort, weil das ist mir ein bisschen zu OP im Sinne von, ich finde, dass ich das jetzt auch so spiele, irgendwie unfair gegenüber den Spielern, meine ich. Ja, guck mal, du musst halt nur gutes Aim haben, so, ne, bei Sniper bin ich eigentlich, soweit ich das selber beurteilen kann, immer gut. Und, das ist wirklich so OP teilweise. Er läuft mitten in meine Granate. Oh. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass wir nochmal so weit kommen, ne? Bei dem Team, das wir als Gegner haben, meine ich. Habe ich nicht gedacht. Hätte ich nicht, wirklich nicht gedacht, nie. Alles, aber sowas hätte ich nie gedacht. Scheiße. Jetzt natürlich der Nachteil, dass man hier nicht... Hier ist ein Sniping-Spot, aber man... Ja, komm! Komm raus, traust du dich nicht? Na, traust du dich nicht? Wow! Ja, wirklich zu OP. Es ist. Da werde ich die Runde, das jetzt, die Runde werde ich so beenden mit dem, aber das ist viel zu OP. F. Naja, aber wir haben wenigstens gewonnen, ne? Nee, verloren, ne? Ja. Aber, so manche, ich treffe ihn vor allem am Kopf und auf einmal, er stirbt nicht. Ja, bro, geile Animation, Alter. Alter, geil. Okay. Ja, puh. Erlungener Schaden. Also, ich muss sagen, war eine gute Runde. Also, finde ich. Auch wenn wir verloren haben, aber trotzdem gut. So, was haben wir denn hier? An neuen Screen auf jeden Fall. Nice. Digga. Wie schnell man noch aufsteigt, ne? Ist wirklich krass. Naja, ich würde dann tatsächlich sagen, das war's dann wieder mit der Runde von XDefiant. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut auch gerne auf Twitch vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.